Hallo und herzlich willkommen im Wald. So, euch zuliebe, beziehungsweise deswegen, weil ich kein Dummschwätzer sein möchte, also nicht mehr als sonst, und ja im letzten Video behauptet habe, das nächste Mal bin ich garantiert wieder im Wald, bin ich jetzt halt in Gottes Namen im Wald. Nein, ich bin ja gerne im Wald, so ist das nicht. Aber ich will noch den Rest von den Pilzen erzählen. Und dafür hätte ich jetzt eigentlich nicht rausgemüsst. Teilweise wäre es drinnen fast sogar schon praktischer gewesen. Und man kann es vielleicht erahnen, es wird nicht mehr so lange dauern. Dann ist es dunkel. Aber vielleicht, Moment, so rum. Habt ihr ja schon gesehen, was, das ist mit dem Spiegel verkehrt, auf der Kamera so schwierig, was mir da aus dem Rucksack ragt. Ich habe Beleuchtungsmaterial dabei. Darf also diesmal auch ruhig dunkel werden. Da sieht man mich dann trotzdem noch. Aber im Wesentlichen muss man mich ja eh nur hören. Außerdem ist das eine gute Gelegenheit, mal eine neue Anzündmethode für Fackeln, Wachsfackeln auszuprobieren. Machen wir gleich. Jetzt wollte ich einfach erstmal nochmal das letzte Licht nutzen und schon mal ein bisschen erzählen beim Laufen. So, das bedeutet zwei Ergänzungen zu den letzten beiden Videos zum Pilz. Erstens mal, natürlich ist die menschliche Körpertemperatur nicht 39 Grad. Das ist vielleicht meine, wenn ich den Berg hochdackel, aber regulär selbstverständlich nicht. Keine Ahnung, wo ich diese 39 da durch habe, raus habe, her habe. Hätte ich 42 gesagt, das hätte ich sogar erklären können, woher die Zahl kommt. Aber es waren ja leider nur 39. Naja, und zweite Korrektur. Nematoden sind selbstverständlich keine Plattwürmer, sondern Fadenwürmer. Ich glaube, der Plattwurm ist evolutionär sogar noch ein Stückchen weiter hinten. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls, der Rundwurm, also der Regenwurm, sowas wie die Viecher, das sind so die fortschrittlichsten unter den Würmern. So. Und der Plattwurm, das sind dann Platelmintes, heißen die. Nur, dass das jetzt alles geklärt wäre. So, und damit darf ich darauf hinweisen, dass ich ja angesprochen hatte beim letzten Video zu den Pilzen, dass es parasitische Pilze gibt und räuberische Pilze und die Destruenten, also diejenigen, die im Wesentlichen totes organisches Material zersetzen, die ja auch unglaublich wichtig sind für jedes Ökosystem. Und diejenigen, die mit anderen Lebewesen in Symbiose leben. Und die hatte ich eben letztes Mal nur aufgezählt. Dabei sind das meiner nicht ganz so bescheidenen Meinung nach durchaus die faszinierendsten unter den Pilzen. Zusammen mit den ganz, 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 ganz speziellen Flechten. Die sind ja nochmal ganz was Eigenes. Und streng genommen nicht zu 100% Pilz. Die werden wir auch noch ansprechen. So, und unter den in Symbiose lebenden Pilzen sind die im Walde am häufigsten vorkommenden. Und ich vermute mal, es sind sogar weltweit wahrscheinlich die artenreichsten Gattungen der symbiotischen Pilze. Sind die Mykorrhiza oder Mykorrhiza, so schreibt man sie zumindest. Ich habe gelernt, weiß nicht mehr genau woher das kommt, die Dinger Mykorrhiza auszusprechen. Das könnte aber durchaus sein, das weiß ich halt einfach nicht mehr, wie man die ausspricht, dass das nur die verballhornte Version eines gewissen Profs von mir ist. Der hat gerne so interessante Eigennamen entwickelt. Und jetzt allgemein muss man beim Zusammenleben von Organismen sagen, da gibt es eben den Parasitismus,
Das heißt, einer in einer Lebensgemeinschaft, in einer WG sozusagen, profitiert der eine vom anderen zum Schaden des anderen. Da gibt es jetzt noch diverse Abstufungen, zu denen ich die jeweiligen Fachbegriffe leider vergessen habe. Die müsste ich jetzt nachgucken. Geht aber gerade nicht, bin ja im Wald. Aber es gibt auch etwas, wo die zusammen in der WG wohnen und der eine Partner profitiert zwar vom anderen, der andere Partner erleidet dadurch aber keinen Schaden. Ein Beispiel dafür wäre ja im Prinzip ein Eichhörnchen, das auf dem Baum wohnt, sich da eine Höhle gebaut hat. Das genießt dann durch die Tatsache, dass es auf dem Baum wohnt, einen gewissen Schutz, Höhe. Da kommt nicht jeder so einfach hoch. Es tut dem Baum aber auch nichts dadurch, dass es da einen Kobel drauf gebaut hat. Dann gibt es die Möglichkeit des Zusammenlebens, der Neutralität. Das hatte ich mal mit einer Mitbewohnerin. Nachdem ich der Meinung war, meinen Eimer dreckig gemacht zu haben beim Fahrradwaschen. Und sie war der Meinung, es hätte sich um ihren Eimer gehandelt. Und sie hat den Eimer täglich gebraucht zum Haarewaschen. Jetzt frage ich mich, so viel Anekdote muss sein, wozu braucht man bitte einen Eimer zum Haarewaschen, wenn man ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Waschbecken, Badewanne und Dusche hat? Aber gut, egal. Jedenfalls, wir haben dann nicht mehr miteinander geredet und dann gab es Neutralität im Zusammenleben. So. Ein Beispiel dafür gibt es reichlich. Das sind wirklich Organismen, die miteinander nichts zu tun haben. Im Prinzip, wenn ich jetzt im Wald spazieren gehe, kratzt das die Bäume nicht wirklich. Und mir bringen sie jetzt, naja, doch vielleicht einen gewissen Vorteil mentaler Art. Aber solange ich mich jetzt nicht bei Regen drunter stelle oder was, sind sie für mich auch irrelevant. Und dann gibt es eben die Variante, also die Variante, die noch denkbar wäre, dass es beiden Partnern in der WG schadet, das Zusammenleben, die gibt es tatsächlich nicht. Weil sowas wäre so ineffizient, dass eine Lebensform, beziehungsweise beide Lebensformen, die so zusammenleben wollen, aussterben würden. Das wäre ja Käse. Da könnte ich ja nicht mit auskommen. Deswegen gibt es dann nur noch den sogenannten Mutualismus. Und das ist jetzt der Fachbegriff, den ich mir gemerkt habe. Den könnte man als das Gegenteil von Parasitismus beschreiben. Ein Zusammenleben zweier Arten, wo nicht der eine leidet und der andere profitiert, sondern wo beide profitieren. Also so das strenge Gegenteil ist es eigentlich nicht. Aber so ungefähr, ne, zur Verdeutlichung. Und zwar bedeutet das, dass jeder der beiden Partner in dieser Symbiose was hat, was der andere haben möchte. Und durch das Teilen des Stoffes, was die jeweils haben wollen, geht es beiden besser. Langfristig gesehen ist es also für beide nur ein Vorteil, zusammenzuleben. Und da gibt es jetzt eben dieses eine weltumspannende, extrem wichtige Beispiel, nämlich Merksatz dazu, jeder Baum hat einen Fußpilz. Habe ich schon mal irgendwo gesagt und der Spruch ist geklaut bei Professor Göttlein von der Technischen Universität München, nur der Fairness halber. Aber das ist wirklich ein schöner Merksatz. Bin übrigens jetzt auch angekommen. Diese Hütte hatte ich mir ausgeguckt, weil ein bisschen Windschutz für die Fackel wäre nachher nicht schlecht. Ich habe auch noch so einen Feuertopf dabei. Aber ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter, solange es noch hell genug ist, beim Laufen zu filmen. Bin gerade so gut im Gang. Außerdem ist es vielleicht auch interessanter, wenn man mal einen bewegten Hintergrund sieht und nicht nur immer irgendwas Statisches, wenn ich am Erzählen bin. Gut, also, jedenfalls, da lebt ein Pilz an bzw. in bzw. um die Wurzel eines Baumes. Das ist bei, naja, bestimmt 99,5% aller Baumarten der Fall, dass die einen Mykorrhizapilz haben. Einen von mehreren möglichen. Und das ist auch wichtig beim Pilzesammeln. Zum Pilzesammeln habe ich auch noch gar nichts gesagt, dass einzelne Mykorrhizapilze sich auf einzelne Baumarten spezialisieren. Also
Sowas muss ich komplett nachlesen, weil ich sammle ja keine Pilze, ich mag die ja nicht. Dementsprechend habe ich da jetzt wieder keine Ahnung, was, wo. Aber es ist allgemein einfach so, dass sich bestimmte Pilze mit bestimmten Bäumen besonders gut vertragen. Und wenn man jetzt eben einen bestimmten Pilz sucht, da quietscht tief Kiefer, dann ist es natürlich extrem praktisch zu wissen, dass der voraussichtlich unter Baum XY zu finden sein wird. Denn den Pilz sieht man nicht aus der Ferne, den Baum eben schon. Und man kann natürlich dann auch das ganze Jahr über sich entsprechende Waldstücke suchen, wo meinetwegen jetzt hier in meinem Wald Kiefer eine gewisse Rarität darstellt. Dann kann man sich das ganze Jahr über, wenn man so spazieren geht, mal ein paar Ecken suchen, wo es Kiefer gibt. Wie zum Beispiel hier. Bisschen krumm und schief, aber ja, und ordentlich am Knarzen. Da sollte man sein Nachtlager übrigens nicht unbedingt drunter aufschlagen. Ja, und wenn man dann halt schon Kiefer gefunden hat, dann weiß man, wenn es Herbst wird, oh, jetzt kommen dann die Pilze raus, jetzt kann ich mal schauen, diesen Kieferwald, den ich da neulich entdeckt hatte, ob ich da nicht eventuell irgendwelche tollen Pilze finde. Meistens ist es so, dass eine Baumart mehrere verschiedene Mykorrhiza-Pilze hat. Die müssen jetzt nicht, also potenziell mehrere verschiedene. Dass an einem Baum mehrere, also an der Versorgung eines Baums mehrere Pilze beteiligt sind, das ist dann nur, kommt auch vor, aber ist dann eher ein bisschen die Ausnahme. Pilze haben auch ein gewisses Territorialverhalten. Wenn ihr euch mal ein Stück Holz anguckt, ich zeige es euch nachher noch im Keller, wenn ich nicht irgendwie dran denke, ich habe da was, das Pilzhyphen aufweist, das sieht dann teilweise in einem verpilzten Holz, das noch nicht sehr weit abgebaut ist, so aus, als ob es da so kleine einzelne Landkartenflecken gäbe im Holz. Und diese einzelnen Flecken, diese einzelnen ja, Länder in Anführungszeichen, sieht aus wie so Ländergrenzen, das sind jeweils die einzelnen Pilzindividuen. Die können von derselben Art sein, also von mir aus alles Hallimasch, aber die wachsen nicht ineinander, also selbst wenn sie von derselben Art sind. Also sie haben schon ein gewisses Revier, unsere lieben Pilze. Und so ist das halt eben auch mit den Mykorrhiza-Pilzen, die im Boden bzw. an der Wurzel wohnen, dass die auch nicht ineinander wachsen, weshalb man selten so richtig viele verschiedene Individuen am selben Baum finden wird. So viel dazu. Und jetzt mal die Frage, wozu soll denn das gut sein, wenn man als Baum einen Fußpilz hat? Wie ich ja schon ausführlichst erläutert habe, hoffe ich zumindest, muss so ein Pilz irgendwo seinen Zucker herkriegen, weil er nicht selber herstellen kann. Und eine Pflanze hingegen kann das eben wohl. Und da haben wir auch schon so den Knackpunkt. Pflanze hat zumindest die Möglichkeit, relativ einfach einen Zuckerüberschuss zu erwirtschaften und ist sozusagen bereit, wobei man davon ausgehen kann, dass diese Symbiose nicht unbedingt mit Absprache, sondern eher mit aus Parasitismus heraus entstanden ist. Aber der Baum ist sozusagen bereit, Zuckerwasser abzugeben oder ja, konzentrierte Zuckerlösung wäre wohl ein besseres Wort, wenn der Pilz ihm dafür was gibt, wo der Pilz wiederum leichter drankommt. Und das wäre im Wesentlichen Wasser und ja, Nährstoffe in Anführungszeichen, also Mineralien und theoretisch, da bin ich mir jetzt nicht sicher, auch gewisse Vitamine und so weiter und so fort. Also alle möglichen Dinge, die nur in geringen Mengen nötig sind, um eine Pflanze am Laufen zu erhalten. Und da hat der Pilz jetzt eben den großen Vorteil, dass er mit seinen Hyphen, die ja viel dünner sind als die feinste Wurzel, die ein Baum ausbilden kann, hat der Pilz die Möglichkeit, in die kleinsten Spalten im Boden einzudringen. Und ebenfalls durch die Tatsache, dass er ja Wasser überall durch die Zellwand aufnehmen kann, und die Wurzel dafür schon wieder spezielle morphologische Anpassungen braucht. Ich erzähle euch irgendwann auch nochmal genau, wie eine Wurzel funktioniert, aber das führt jetzt zu weit. Die Wurzel muss sozusagen so Saugöffnungen haben, um Wasser einsaugen zu können. Eine Pilzhyphe kann das einfach durch die Zellwand. Das ist völlig egal, die braucht da gar nichts für. Und ganz oft ist es gerade bei schwere Böden meint dichte Böden, sowas richtig, richtig hartes, festes, dicht gepacktes, sowas wie so ein Ton oder was, den man ja auch zum Töpfern nehmen kann. Wenn du da mit der Wurzel durch willst,
als Baum oder als Pflanze allgemein, dann geht das noch, solange es sich um dicke Wurzeln handelt, die viel Energie und viel Kraft haben. Die drücken das Zeug halt wirklich auseinander und wachsen dadurch. Manche Bäume können das aber auch nur, nicht alle. Fichte zum Beispiel wäre da hoffnungslos unterlegen. Eine Eiche hat eine hohe Wurzelenergie, die kann das richtig wegsprengen. Eiche kann auch teilweise Felsen wegsprengen durch ihre Wurzel. Das geht alles. Aber es muss sich halt eben noch um die großen Wurzeln handeln. Und die großen Wurzeln sind physiologisch bloß zur Stabilität zu gebrauchen. Also die sorgen dafür, dass sich der Baum wirklich so richtig schön verankern kann. Beziehungsweise auch zum Fortschreiten des Wurzelwachstums, wenn die Wurzel in eine bestimmte Richtung will, geht das auch einfacher, solange sie groß und kräftig ist. Aber letztendlich zu Wasser und damit Mineralienaufnahme, sowas wie Calcium, Magnesium, Kalium, das geht dann wirklich nur noch mit den ganz kleinen, feinen Wurzeln, die in der Lage sind, in die Poren des Bodens, also wirklich ganz, 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 ganz feine Löchlein im Boden, in Anführungszeichen, in denen sich nämlich das Wasser befindet und in denen es auch längere Zeit gespeichert wird. Da wollen diese kleinen, feinen Wurzeln dann reinwachsen, um dann das Wasser entsprechend aufnehmen zu können. Gerade ist das eben interessant, wenn es ein bisschen trockener wird, dann ist das Wasser nämlich wirklich nur noch in diesen feinen Poren vorhanden. Der Rest vom Boden ist trocken und da muss man erstmal hinkommen als so eine kleine, feine Wurzel. Und die ist einfach zu dick, kann man quasi sagen. Selbst die feinste Wurzel ist immer noch zu dick, um in die feinsten kleinen Poren des Bodens einzudringen. Eine Pilzhyphe schafft das aber, weil die ist so dünn, dass sie durch wirklich jeden kleinen Zwischenraum durchkommt. Die braucht also nicht mit Gewalt sozusagen sich den Weg frei zu brechen, wie es eine große Wurzel tun muss, sondern die kann dazwischen durchkriechen. Und da der Pilz nicht so viel Wasser braucht im Vergleich zu einem Baum, der davon gigantische Mengen benötigt für die Photosynthese, kann er da gut Wasser abgeben. Und ein Pilz als vergleichsweise kleiner Organismus, so rein massenmäßig, jetzt mit dieser einen Ausnahme in Nordamerika mal abgesehen, diesem mehrere hundert Tonnen wiegenden Hallimasch, ist so ein Pilz ja doch ein eher kleiner Organismus von der Masse her im Vergleich zu so einem, ja, gut eine Tonne, zwei Tonnen wiegenden Baum. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispielbaum an. Und es hilft also extrem weiter, wenn man jemanden hat als Baum, der einem bei der Wasserversorgung hilft, der dafür vergleichsweise geringe Mengen an Zucker benötigt, weil er halt eben nicht besonders groß ist. Dieser Austausch von Zuckerwasser gegen Nicht-Zuckerwasser, aber dafür Salzwasser kann man fast schon sagen, Mineralien halt drin, Salze sind ja durchaus teilweise physiologisch wichtig für den Baum. Und wenn ich jetzt Salze sage, dann meine ich natürlich nicht Natriumchlorid, also das Kochsalz, sondern irgendwelche Magnesiumsalze, Calciumsalze zum Beispiel, so ein Zeug. Da gäbe es schon Möglichkeiten, was man da alles aus dem Boden lösen und aufnehmen könnte. Und dieser Austausch läuft jetzt so ab, dass bei manchen Mykorrhizern der Mykorrhizer die Wurzel einfach umschließt, als ein richtiges Pilzgeflecht um die Wurzel drumherum und dann direkt an die Wurzel sozusagen in die Öffnungen der Wurzel, die Aquaporine, die Saugnäpfe der Wurzel, wenn man so möchte, mit denen sie Wasser aufnehmen, das Zeug direkt dahin abgibt. Das ist aber relativ selten. Meistens ist Pilz und Baum so sehr miteinander verbunden, lebt so sehr zusammen, dass die Pilzhyphen einfach in die Wurzel reinwachsen und dann stellenweise im Baum selber leben. Das funktioniert dann, davon funktioniert der Stoffaustausch einfach erheblich besser als das mit oberflächlichem Austausch möglich wäre. Sowas nennt man dann, glaube ich, Endomykorrhiza, wenn der in den entsprechenden Baum hineinwächst. Jo, soweit ist es das im Prinzip von der Funktionsweise schon gewesen. Baum bekommt besser Wasser und Nährstoffe, Mineralien und der Pilz, der kriegt Zucker. Aber das ist es halt dann eben noch nicht hundertprozentig gewesen, weil die Unterstützung kann noch weitergehen. Da, und das ist nochmal ein großes Kapitel, ein Pilz ja in der Lage ist, als der übelste Chemiker, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, Zeug zu produzieren, was eine Pflanze selten, manche können es doch, aber eher umständlich und eher selten produzieren kann. Und allen voran ist eine ziemlich wichtige Substanz, die wir auch kennen,
nämlich Antibiotika. Beziehungsweise Antibiotikum, wäre das Singular, Antibiotika ist Plural und passt in diesem Fall besser. Und die sind in ihrer ursprünglichen Form von Pilzen erfunden worden, das darf man schon sagen, das hat die Evolution bei den Pilzen hervorgebracht, um eben sich selber vom Abbau von Bakterien zu schützen. Denn eine Pflanze hat immer eine gewisse äußere Hülle und einen geschlossenen Körper. Mehr oder weniger geschlossen. Es gibt da schon gewisse Öffnungen, die natürlich notwendig sind zur Atmung, zur Photosynthese, Transpiration, zur Wasseraufnahme in der Wurzel. Aber es ist trotzdem einfach ein gewisser mechanischer Schutz vorhanden durch, im Fall eines Baums, sogar eine super dicke, feste, massive Borke. Da kommt so schnell nichts rein, was böse ist. Und das gilt auch für kleine Bakterien, Viren und Ähnliches. Auch da stellt das erstmal ein großes, großes Hindernis dar, eine Exodermis, eine äußere Haut, wenn man so möchte. Und ein Pilz hat das Problem, dass der sowas in den meisten Fällen nicht hat. Der Fruchtkörper, der hat dann eventuell sowas, das Myzel hat das aber nicht. Und tauscht halt mit seiner Umgebung wirklich Stoffe aus, relativ unkontrolliert. Das hat man abgesehen davon, dass man damit eben auch eine sehr, 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 sehr dünne Verteidigungslinie gegen Bakterien und Viren hat, hat es auch den Nachteil, dass irgendwelche Schwermetalle oder, prominentes Beispiel, radioaktives Material auch problemlos in den Pilz gelangen kann. Und Beispiel Tschernobyl, wenn wir jetzt radioaktiven Niederschlag irgendwo haben, wo landet der? Natürlich im Boden. Und was kann sich im Boden quasi überhaupt nicht dagegen wehren, hier zum Beispiel radioaktives Jod aufzunehmen? Ein Pilz. Weshalb dann eben so ein Pilz in vielen Regionen immer noch nicht gegessen werden darf, wegen radioaktiven Niederschlag, Fallout, von Tschernobyl. Beziehungsweise in Japan, Fukushima, wird es sowas sicherlich auch demnächst in großem Ausmaß festzustellen geben, sofern sie es nicht schon festgestellt haben. Ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand der Forschung. Aber Pilze sind somit die empfindlichste Organismengruppe, wenn es darum geht, radioaktive Partikel, nenne ich es jetzt einfach mal, aufzunehmen. Gut. Und eben, wenn es schon leicht ist, für radioaktive Partikel in die Pilze einzudringen, dann können das Bakterien eben auch relativ leicht. Pilze haben also eine effektive Verteidigung gebraucht, weil sonst wären sie ja schon ausgestorben, um sich gegen Bakterien zu wehren. Gehen wir jetzt einfach mal von Bakterien aus. Es gibt auch Antiviren-Substanzen, die Pilze produzieren können. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Bakterien und das sind halt eben die Antibiotika. Und jetzt noch ein kleiner Abstecher in die Medizin für diejenigen, die sich mit Antibiotika nicht so auskennen. Das Schöne an den Dingern ist, ein Pilz ist ja ein Eukaryont, hat also eukaryontische Zellen, die besseren Zellen, die wir mit den Pilzen in der Grundstruktur gemeinsam haben. Also die Zellen haben einen Zellkern, die Zellen haben Mitochondrien, wer sich mit Zellbiologie auskennt. Wer nicht, ist egal, die müssen wir jetzt einfach glauben, dass die Zellen von einem Pilz und uns in der Grundstruktur, die wesentlichen Zellelemente sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Und deswegen funktionieren Antibiotika für uns überhaupt. Weil die sind darauf spezialisiert, etwas kaputt zu machen, was in einem Prokaryont, also einer Bakterienzelle, anders ist als in einem Eukaryont, also einer Pilzen-, Pflanzen- und Tierzelle. Denn wenn die Antibiotika was kaputt machen würden, was in allen Zelltypen tödlich ist, quasi für jede Form von Zelle, beispielsweise DNA vernichten würden, dann würde der Pilz, wenn er Antibiotika einsetzt in der eigenen Zelle, um Bakterien zu töten, daran genauso zugrunde gehen wie das Bakterium selber. Und wir als Mensch könnten auch überhaupt keine Antibiotika einnehmen, weil die unsere Zellen genauso zerstören würden wie die Zellen von Bakterien. Also das ist so das Grundprinzip der Wirkweise von Antibiotika. Zum Beispiel für diejenigen, die sich jetzt mit Zellbiologie besser auskennen, der Rest hört weg, die unterschiedlichen Ribosomen in der eukaryontischen Zelle, die sehen einfach ein bisschen anders aus von der Struktur her und in der Bakterienzelle.
ist so der Hauptangriffspunkt vieler Antibiotika, dass die zum Beispiel den Ausgang bei der DNA, also bei der Translation, den Ausgang am Ribosom verstopfen. Die gebildeten, bei der Translation gebildeten Proteine können dann gar nicht mehr aus dem Ribosom entlassen werden, worauf das Ribosom hin irgendwann explodiert, in Anführungszeichen. Und in Nichtfachsprache würde das bedeuten, die verstopfen sozusagen die Tür der Fabrik, in deren wichtige Proteine, meinetwegen irgendwelches Testosteron zum Beispiel, produziert wird. Und daraufhin sammelt sich dann so viel von dem Zeug quasi an, dass die Fabrik irgendwann explodiert. Ganz einfach ausgedrückt. So, und jetzt mache ich mal irgendwas an, was leuchtet.